7, 12 bis 16 küchenfertige Sardinen, Klammer auf, ca. 1 Kilogramm, Klammer zu, Salz, weißer Pfeffer, 3 Esslöffel Wacholderbeeren, 2 Zweige Rosmarin, 4 bis 5 Knoblauchzehen, 4 Esslöffel neutrales Pflanzenöl, 1 große Dose Weinsauerkraut, Klammer auf, 770 Gramm Abtropfgewicht, Klammer zu, 1 TK-Kräuter italienische Art, Klammer auf, nach Belieben, Klammer zu, ein kleines Baguette für 4 Personen, i ca. 445 Kilokalorien pro Portion. Die Sardinen waschen und mit Küchenpapier trocken tupfen, innen und außen mit Salz und Pfeffer würzen. Die Wacholderbeeren auf einem Holzbrett mit einem schweren Messer etwas kleiner hacken, den Rosmarin waschen und trocken schütteln, die Nadeln abstreifen und grob hacken. 7. Den Knoblauch schälen und in Scheiben oder Stifte schneiden. 2 Esslöffel Öl in einem Topf erhitzen, den Knoblauch darin goldbraun braten, aber nicht dunkel werden lassen, Klammer auf, dann wird er bitter, Klammer zu. Das Sauerkraut dazugeben, langsam erhitzen und zugedeckt einige Minuten köcheln lassen. 3. Inzwischen das restliche Öl in einer breiten, beschichteten Pfanne erhitzen. Die Sardinen darin rundherum insgesamt ca. 8 braten, nach der Hälfte der Zeit Wacholder und Rosmarin dazugeben und mitbraten. Nach Belieben die TK-Kräuter untermischen und das Kraut mit Salz und Pfeffer abschmecken. Mit den gebratenen Sardinen anrichten. Das Baguette in Scheiben schneiden und dazu reichen.